Ausgelassene Stimmung, ein Wettbieten um die Stärke der Kompanien und ein gut gelaunter König mit seiner strahlenden Königin. Ein rauschendes Fest feierten die Friseuter Schützen am Montag bei bestem Wetter. Schon am Morgen war der neue König beim Frühschoppen in den Kompanien herzlich empfangen worden, berichtete Sven Stratmann als Bürgermeisterchef der Gilde. Rund 700 Schützen waren dann am Nachmittag angetreten. Der Magistrat und Bürgermeister Sven Stratmann als Chef der Gilde schritt die Schützenfront ab. Als das neue Königspaar in einer schwarzen Kutsche passierte, jubelten die Schützen ihm ausgelassen zu. Zuvor hatten die Hauptmänner im Rathaus Stadtmitte die Truppenstärke ihrer Kompanien bekannt gegeben und sich dabei einige verbale Scharmützel geliefert. Im Anschluss wurde auf dem Festplatz weitergefeiert.